Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute zeigen wir dir, wie du eine Wendebuchhülle für dein Bullet Journal nähst. Dazu brauchen wir folgende Materialien. Einmal Stoff in verschiedenen Größen für die Außenseite und dann natürlich auch noch für die Innenseite und später noch ein kleines Stück als Lasche, wo man das dann eben reinstecken kann. Also das ist jetzt die Außenseite und jetzt kommt die Lasche, die du dann halt auch noch schneiden musst. Eine Stoffschere. Ein Textilmarker. Ein Maßband. Eine Fadenschere. Ein Handmaß. Eine Schneidematte. Außerdem brauchen wir natürlich noch Stecknadel, und natürlich Nähgarn, eine Spule in derselben Farbe. Für den Stiftehalter brauchst du noch ein Stück Gummiband. Jetzt geht's auch schon los. Da es ja eine Wendebuchhülle ist, ist es jetzt egal, welches Stück Stoff du nimmst, mit welchem du anfängst. Auf jeden Fall trägst du auf jedem Stoffstück 8 cm ab, immer oben und unten, damit das eben genau passt. Ne? Beide Seiten sollen 8 cm haben. Und das machst du natürlich auch auf dem lilanen Stück Stoff. Und bitte immer einmal nachmessen, ob es auch wirklich 8 cm sind. Nämlich hier müssen wir ganz genau arbeiten. Und ja, es wird immer hier nochmal ganz kurz eingeschnitten, nur ganz klein einschneiden. So haben wir eine Markierung und wissen genau, bis wohin wir das Ganze einklappen müssen. Dasselbe passiert nochmal mit dem lilanen Stoff. Auch da wird die Markierung jetzt einfach übertragen, damit wirklich überall die gleiche Markierung ist. Jetzt nähen wir die Lasche. Das ist jetzt das schmale Stück Stoff. Die nähen wir jetzt aufeinander, und zwar rechts auf rechts wird das aufeinander genäht, und sobald das fertig ist, stülpst du das Ganze um. Wenn das so einfach nicht funktioniert, dann nimmst du einfach einen Stift und hilfst damit ein bisschen nach. Das muss jetzt ganz umgestülpt sein, damit man die Naht auch nicht sieht. Und jetzt siehst du schon, das sieht richtig schön aus. Ne? Wenn das wieder eine Innen ist und die Lasche oben drüber, dann kannst du schon mal gucken, wie das aussehen wird. Und hier probieren wir das jetzt mal mit dem Buch einfach aus. Ne? So sieht das dann hinterher aus. Auch wenn das jetzt hier links auf links ist, du kriegst schon eine Idee, wie das Ganze aussehen könnte. Jetzt lege ich erst einmal die Lasche in das Stoffstück rein, ne, damit ich das jetzt hier feststecken kann. Und ja, du siehst schon, das lilane Stoffstück ist da drüber. Wie rum du das jetzt machst, ist ganz egal, weil letztendlich ist es ja eine Wendebuchhülle und deswegen geht das von jeder Seite. Also hier kannst du dich jetzt gar nicht vertun. Also einfach reinstecken und jetzt feststecken, ja, damit wir das gleich nähen können. Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann rutscht das natürlich weg. Also einmal oben feststecken, einmal unten feststecken und rechts bleibt die Lasche übrig. Die wollen wir ja hinterher reinklappen.
Jetzt nähen wir die linke Seite zusammen. Achtung, es sieht jetzt hier aus wie die rechte Seite, ist sie aber nicht, weil wir nähen ja rechts auf rechts oder links auf links, je nachdem, wie du das sehen willst. Also aus dem Grund ist es jetzt eben so, dass das die linke Seite der Hülle ist. Und sobald wir das erledigt haben, wird erstmal ausgiebig gebügelt. Ne? Zum Nähen gehört ja das Bügeln dazu. Deswegen bügel erst einmal richtig gut deine ganze Buchhülle von beiden Seiten, dass wir das schön glatt haben. So, jetzt wird es etwas tricky. Jetzt musst du nämlich diese gerade zusammengenähte Seite wie so ein Sandwich einklappen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Markierung, die wir vorher gemacht haben, und falten das Ganze so rein, dass das ungefähr 8 cm, die wir eben abgetragen haben, eingeklappt wird. Und dann wird auch schon wieder gebügelt, ne, damit das schön einliegt und wir gleich weiter nähen können. So, die linke Seite der Buchhülle, die jetzt hier wie so ein Sandwich zusammengelegt ist, die wird jetzt nicht zusammengenäht, aber wir klipsen das jetzt hier zusammen oder wir nehmen halt Stecknadeln und nähen alle anderen Seiten durchaus zusammen. Ne? Also alle drei Seiten, die beiden Längsseiten und auch die schmale auf der anderen Seite wird genäht. Achte darauf, dass auf der Seite, auf der die Lasche angenäht ist, wo wir dann hinterher das Stück einfügen wollen, also auf der rechten Seite, eine kleine Wendeöffnung offen bleibt, sodass du dann hinterher das Ganze darüber umstülpen kannst. Wir wollen unsere Buchhülle ja von innen und außen schön haben. Aus dem Grunde kürzen wir jetzt die Ecken. Das heißt, wir schneiden alle überflüssigen Fäden ab und wir machen die Ecken auch noch ein bisschen rund. Dann kann man das nämlich sehr viel besser umstülpen. Und hier siehst du auch schon, wie das Ganze funktioniert. Wir wenden jetzt die Buchhülle. Das ist ja jetzt der Trick, dass wir eine Wendebuchhülle haben, die wir von beiden Seiten nutzen können. Die rechte Seite der Buchhülle, ne, da wo jetzt die Wendeöffnung ist, die legen wir jetzt schön zusammen und stecken die mit Stecknadeln fest. Achtung, an der Wendeöffnung wird jetzt noch ein Stück Gummi eingefügt und das dient dann als Stiftehalter. Das zeige ich dir gleich noch genauer. Jetzt erst einmal nur feststecken, damit wir das Ganze ja schon mal vorbereiten sozusagen. So soll das hinterher aussehen. Ne? Das sieht doch richtig schön aus. Vor allen Dingen mit der Lasche, da kann man auch immer noch was reinstecken. Also immer noch, keine Ahnung, was man halt so brauchen kann. Ne? Wenn man ein paar Sticker mitnehmen möchte oder was auch immer. Das passt dann schön unter diese Lasche. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Jetzt wollen wir gleich loslegen mit unserem Gummi. Das Gummi kannst du so ungefähr 4 cm lang abschneiden. Es hängt ein bisschen davon ab, welchen Stift du da gerne einbauen möchtest oder einfügen möchtest. Und dementsprechend solltest du das Ganze auch in die Länge wählen. Wenn du auch zwei Stifte einfügen willst, das geht ebenfalls, dann machst du es eben noch ein bisschen länger. Wichtig ist hier, dass das Ganze ja eng genug ist hinterher, damit der Stift auch hängen bleibt. Das heißt, du musst besser ein paar Millimeter weniger als zu viel, weil Gummi dient sich ja. Ne?
So, jetzt schließen wir die komplette rechte Seite und nähen einfach über das Gummi drüber, sodass das eben auch fest ist. Ne? Und ich lege das jetzt hier gerade mal unter die Nähmaschine und nähe wieder einfach von oben nach unten. Und wie gesagt, sorgt dafür, dass das Gummi direkt mit vernäht wird. Dann haben wir nur eine Naht. Hier siehst du jetzt das komplette Ergebnis. Wir haben dazu noch ein schönes Mäppchen gemacht und du siehst auch noch hier die Buchhülle einmal von innen, einmal von außen. Du siehst, dass du das lilane außen haben kannst oder aber auch das Herzchen, den Herzchenstoff. Das kannst du ganz machen, wie du möchtest oder halt auch mal zwischendurch wenden. Dafür ist es ja eben eine Wendebuchhülle. Ja, ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder zu begrüßen.